Neue Außenstelle der Staatskanzlei. Das Büro des neuen Lausitzbeauftragten ist seit heute geöffnet. Der offizielle Sitz von Klaus Freitag ist in der Gulbener Straße. Klaus Freitag wurde von Ministerpräsident Woidke offiziell zum Lausitzbeauftragten ernannt. Er soll den Strukturwandel der Lausitz direkt aus der Region heraus koordinieren. Große Feier! Die BTU Cottbus Senftenberg hat heute ihren 5. Geburtstag gefeiert. Dazu gab es einen Festakt im Audimax. Für die Uni gab es auch noch einen weiteren Grund zur Freude. Über 5 Millionen Euro stellt das Brandenburger Ministerium für Wirtschaft und Energie für Triebwerksforschung bereit. An dem Projekt ist unter anderem Rolls-Royce Deutschland mitbeteiligt. Das Geld stammt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Cottbus zeigt Regenbogenflagge. Am Samstag ist die Pride Week in Cottbus zu Ende gegangen. Höhepunkt war der 10. Cottbuser Christopher Street Day. Hunderte Cottbuser sind unter dem Motto Akzeptanz an allen Ufern durch die Stadt gezogen. Der CSD wird in Cottbus seit 2013 zelebriert. Die Mitglieder des CSD Cottbus e.V. engagieren sich für eine vielfältige Gesellschaft.